Am 19. und 20. September war der KNX Summit und wie du vielleicht auf Instagram gesehen hast, ich war auch vor Ort, hatte die Kamera mit dabei und in dem Video will ich euch die Veranstaltung mal so ein bisschen zusammenfassen und euch meine Highlights zeigen. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein ins Video. Und damit, hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu diesem neuen Video. Ja, wie schon gesagt, am 19. und 20. September war der KNX Summit in Duisburg. Das ist eine Veranstaltung organisiert durch den KNX Deutschland e.V., wo ich ja auch Mitglied bin. Und ich hatte die Kamera mit dabei, habe nämlich ein paar Interviews für den Verein aufgenommen. Die sind auch dort schon auf dem YouTube-Kanal online, also schaut da gerne mal vorbei. Und hier in dem Video will ich euch diese Veranstaltung jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen, damit ihr wisst, worum geht's da eigentlich. Und das Ganze gibt es nämlich nächstes Jahr schon wieder, ob sich ein Besuch überhaupt lohnt. Also, was ist der KNX Summit? Naja, das Ganze war eine zweitägige Veranstaltung und es ist eine Mischung aus, ja, ich sag mal, Vorträgen, also Fachvorträgen und Ausstellungsfläche. Und die Fachvorträge, die waren wirklich über alle Themenbereiche hinweg. Also vom Thema Energie, Monitoring, Management, über Thema Ausbildung, da hatte ich unter anderem einen Vortrag zum Thema digitale Ausbildung und KNX, über neue Ausbildungsberufe und auch, ja, weitere Themen. Das war wirklich super vielfältig. Schaut da gerne mal in die Liste rein, was es da an Vorträgen gab. Und euch hier jetzt aber die einzelnen Vorträge zu zeigen, macht in meinen Augen wenig Sinn. Deshalb will ich da mal so ein bisschen, ja, das Ganze filtern und euch meine Highlights zeigen. Wie gesagt, Energiemonitoring, Energiemanagement war ein Riesenthema, ist auch noch ein Riesenthema, gerade in Kombination mit dem Paragraphen 14a, hat man ja auch schon auf der Light & Building so ein bisschen mitgenommen. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, in die Thematik muss ich selbst auch noch ein bisschen tiefer einsteigen. Der Summit war ideal, um da mal einen Grundüberblick darüber zu bekommen, was das eigentlich alles bedeutet und inwiefern KNX da überhaupt involviert ist. Weil wir reden ja hier von Sachen, die betreffen ja eigentlich eher den Netzbetreiber. Was hat das jetzt am Ende mit KNX zu tun oder was kann das mit KNX zu tun haben? Wenn ihr dazu mal Videos sehen wollt, also genau zu dieser Thematik, ob das jetzt der Paragraph 14a ist oder einfach nur allgemein Energiemonitoring Management mit KNX, gerne in die Kommentare schreiben. Passend dazu habe ich auch in der Ausstellungsfläche eine coole Neuheit entdeckt. Und zwar war IPAS mit vor Ort. IPAS kennt man ja vor allem von den DALI Gateways. Und die haben in ihren DALI Gateways gezeigt, dass es dort einen neuen Datentypen gibt, also auf DALI-Seite, der es ermöglicht, beziehungsweise ist nicht ein Datentyp, ist ein Gerätetyp, um genauer zu sein, der es ermöglicht, die Leistung vom EVG, also den tatsächlichen Verbrauch, mit auszulesen. Was das genau bedeutet, naja, hört es euch am besten selbst an. Ja, heute auf dem Summit ging es viel um das Thema Energiemanagement, Energiemonitoring und Energiereporting. Wir stehen hier jetzt bei IPAS neben Stefan und ihr seid ja vor allem für eure DALI Gateways bekannt. Jetzt stellt sich mir so ein bisschen die Frage, was hat Beleuchtungstechnik mit Energiemonitoring und Reporting zu tun? Ja, Energiemonitoring ist so das Neueste, was wir unterstützen und zwar DT51 bei gewissen EVGs, die den Datentyp 51 unterstützen und der lässt uns einfach die Leistungsaufnahme der angeschlossenen Lampen an den EVGs direkt auslesen. Das heißt, es hat also an der Stelle den Vorteil, ich kann mein EVG einsetzen und brauche keine zusätzliche Messeinrichtung. Exakt, ja. Und wir haben direkt von dem EVG einen Leistungswert und können den dann auf Gruppenebene oder für das ganze Gateway aufaddieren, ja. Ja, sehr coole Entwicklung da in dem Bereich. Ja. Und das ist ja das Thema Energiereporting. Wie könnte ich jetzt das Thema Energie, ja, Management oder sagen wir mal einfach die Steuerung von Lasten bei euch realisieren? Ja, all unsere Gateways kommen daher und unterstützen zusätzlich eine Art Energy Saving. Und zwar jeder Gruppe, jedem EVG können noch zusätzliche KNX-Objekte kombiniert werden, die es dann erlauben, die EVGs über einen Lastaktor, über einen Schaltaktor spannungsfrei zu schalten. So gehen wir hin, sobald man eine Gruppe einschaltet, eine DALI-Gruppe, schalten zunächst den Aktor an und man kann eine kleine Zeitverzögerung einstellen, je nachdem wie träge EVGs sind und reagieren und dann wird auf DALI-Seite das Licht zugeschaltet. Und beim Abschalten genau andersrum. Ich finde, daran sieht man schön, was für Mehrwerte man daraus bekommt, wenn man die verschiedenen Systeme eben miteinander auch kombiniert. Ja. Stefan, vielen Dank für die Zeit. Bitte. Ja, und das Ganze macht in meinen Augen auch total Sinn, weil wir haben ja auch Schaltaktoren mit Wirkleistungsmessung. Also warum sollte das nicht auch im EVG mit drin sein? Deshalb finde ich eine coole Entwicklung. Bin ich auch mal gespannt, wie da in Zukunft die EVG-Hersteller drauf anspringen und das Ganze eben mit unterstützen. Aber gehen wir mal weg vom Thema Energiemanagement, Monitoring hin zum Thema Komfort und KNX. Weil auch da habe ich eine
ja, Sache entdeckt, die ich wirklich überraschend fand, nämlich von der Firma Revox, ist ein Soundanlagenhersteller bzw. Multi-Room-Lösungen bietet der Hersteller an. Und Revox hat dort Lautsprecher für den Außenbereich gezeigt, die man erstmal so gar nicht entdeckt hat. Natürlich auch wieder mit KNX-Schnittstelle. Was ich damit meine, na, schaut es euch am besten selbst an. Ja, wir sind hier am Stand von Revox und ich will es noch gar nicht zu sehr vorweggreifen, aber als ich vorhin bei euch am Stand war und mich umgeguckt habe, wo jetzt die Musik herkommt, habt ihr mir gesagt, da aus dem Blumentopf. Was hat es denn genau damit aus? Vielleicht kannst du es mal kurz... Ja, dann hat alles funktioniert, weil du hast es uns nicht geglaubt. Das und ist so richtig, ja. Tatsächlich, all der Klang, den du gehört hast, kommt aus unserem Botanic, ein ganz neues Produkt. Es ist eigentlich ein bepflanzbarer Lautsprecher und der Vorteil ist, ein Fiberglas-Pflanzentopf, in dem von innen aber auch hochwertige Flächenmembranen von uns angebracht sind. Die nutzen die Seitenflächen und sind auch von innen gecovert. Das heißt, man kann in aller Ruhe gießen. Man kann ihn auch draußen im Winter stehen lassen. Und der Vorteil ist ja sowohl für Innenbereich als auch für den Außenbereich. Und er gibt die Möglichkeit, es als Lautsprecher, hochwertigen Lautsprecher einzusetzen. Und wenn du überrascht warst, hat das auch damit zu tun, dass nicht einfach nur unten so ein bisschen die Schienbeine beschallt wurden, sondern dass großer, flächendeckender Klang entsteht. Und das ist der neue Revox Botanic. Das ist richtig, absolut. Also ich konnte es erst nicht so ganz glauben. Jetzt sind wir hier auf dem KNX Summit. Das heißt, ich kann das Ganze auch mit KNX steuern, richtig? Ja, absolut. Das ist der Lautsprecher und er ist angesteuert durch den Studio Master, unser Audiosystem, zum Verstärker, aber auch gleich ein Server. Und damit viele Räume möglich. Der Botanic deckt jetzt gerade den Garten ab. Wir haben auch noch ein Wohnzimmer mitgebracht. Und KNX kommt in Verbund über unser KNX Gateway. Und was bedeutet das? Dass ich dann auch über die Tastatur an der Wand oder über diese dann auch Lautstärke und Ansteuerung vornehmen kann. Und das zeigt für uns einmal mehr, dass über die KNX-Welt dann Welten zusammenkommen. Wir konnten dich überraschen, aber auch damit, dass wir dann wieder leise und lauter machen konnten. Und das ist unser Ansatz hier, um einen Teil, viele Teile, die wir mitgebracht haben, zu präsentieren und auch mal ganz was Innovatives mitzubringen, was überrascht. Absolut. Also auch hier sieht man wieder, ja, welchen Mehrwert das bringt, wenn man verschiedene Systeme zusammenführt. Jürgen, vielen Dank für das Interview. Dafür nicht. Immer willkommen. Ja, und da muss ich ehrlicherweise sagen, das sind eben so Sachen, die hätte ich auf einer großen Messe wahrscheinlich gar nicht entdeckt. Aber in so einer kleinen, auf so einer etwas kleineren Veranstaltung, zumindest was die Ausstellungsfläche angeht, wenn man das jetzt mal mit klassischen Messen zeigt, ist das wirklich ganz cool. Da entdeckt man nämlich auch mal solche Themen. Ja, der erste Tag war das dann im Prinzip auch schon. Also es waren Vorträge, unter anderem auch mein Vortrag und eben die Ausstellungsfläche. Und dann gab es natürlich drumherum auch noch Abendprogramm. Und allgemein ist bei so Veranstaltungen ja das Drumherum wichtig, also das Netzwerken, der Austausch mit anderen Leuten. Und dadurch, dass die Themen hier so vielfältig waren, war auch der Austausch super vielfältig und es ging nicht immer nur um das Thema KNX. Also wirklich gelungene Veranstaltung da an der Stelle. Der zweite Tag, der hat dann direkt mit einem Highlight, zumindest für mich persönlich, angefangen. Und zwar war André Henel von der KNX Association da und er hat was gezeigt zum Thema Semantik und was das letzten Endes bedeutet. Und das ist wirklich was, darauf freue ich mich, wenn man das Ganze dann irgendwann nutzen kann. Denn was das Ganze bedeutet, ist letzten Endes, dass mir als ja, Programmierer, Systemintegrator, wie auch immer, extrem viel Arbeit abgenommen wird. Die Idee ist nämlich folgende. Aktuell ist ja die Problematik, dass jedes Gerät seine Kommunikationsobjekte hat. Ich muss die Gruppenadressen manuell erstellen, weil nur ich hier anhand von der Beschreibung weiß, was das Ganze überhaupt bedeutet. Verknüpft das Ganze miteinander und habe dann so für das Lichtdimmen 5 Gruppenadressen angelegt und 10 Objekte miteinander verknüpft. Die Idee ist bei der Semantik, dass die Hersteller in ihrem Produktkatalog über semantische Daten, klingt jetzt komplizierter als es am Ende eigentlich ist, dass sie eben beschreiben, was die einzelnen Kommunikationsobjekte bedeuten und eben in einem einheitlichen Standard, sodass die ETS das selbst auch weiß. Denn wem das Ganze mal aufgefallen ist, die Kommunikationsobjekte, die heißen bei jedem Hersteller schon wieder anders. Also schalten heißt bei dem alten schalten, beim anderen ein aus, beim nächsten wechseln und beim nächsten wieder anders. Und das soll eben damit ja so ein Stück weit vereinheitlicht werden, also eine Schicht unten drunter. Und das hat dann zur Folge, dass ich über die ETS dann einfach hergehen kann,
den Tasterkanal auf den Schaltaktorkanal ziehen kann. Die Gruppenadressen werden im Hintergrund erstellt und die Verknüpfungen werden erstellt. Bei Lichtschalten, sage ich mal, erstmal unspektakulär, das sind zwei Gruppenadressen. Aber ihr könnt euch hier ausmalen, bei komplexeren Themen, wie beispielsweise der Heizungssteuerung oder auch schon das Lichtdimmen, ist das extrem viel Arbeit, die mir abgenommen wird. Das bedeutet am Ende nicht, zumindest so habe ich es verstanden, dass die Gruppenadressen wegfallen und dass ich mit denen gar nicht mehr arbeiten werde. Aber gerade diese Standardfunktionen, die ich überall habe, naja, die werden dadurch eben vereinfacht, weil es die ETS übernimmt und ich das nicht händisch machen muss. Ich will ja nicht jedes Mal das Licht neu erfinden. Und da muss ich sagen, das finde ich wirklich eine richtig coole Entwicklung. Da hoffe ich auch, dass die Entwicklung schnell voranschreitet. Ja, und dann ging der zweite Tag im Prinzip mit weiteren Vorträgen weiter. Wieder viel zum Thema Energiemanagement. Da will ich euch jetzt hier aber, wie gesagt, keine Zusammenfassung großartig geben. Das würde auch den Rahmen dieses Videos sprengen. Deshalb mein Fazit von der Veranstaltung vom KNX Summit. Wirklich eine gelungene Veranstaltung. Viele Vorträge, viel Input, sehr viel Input sogar. Und vor allem der Austausch drumherum, der hat mir richtig gut gefallen. Ich habe auch den einen oder anderen von euch getroffen. Das hat mich riesig gefreut. Deshalb, ich werde nächstes Jahr definitiv wieder dabei sein. Und vielleicht sehen wir uns ja auf der nächsten Veranstaltung. In diesem Sinne, schaut gerne mal auf dem YouTube-Kanal vom KNX Deutschland e.V. vorbei. Alle Links findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, Like da lassen, Abo auch hier auf dem Kanal nicht vergessen. Und dann sehen wir uns schon im nächsten Video. Also bis dahin, macht's gut. Ciao.